erste Frage wäre, also ich habe natürlich viel über ihn gelesen und so, aber ich müsste eben auch einfach die Sachen nochmal von ihm hören, nur dass er sich nicht wundert, dass ich überhaupt nichts über ihn weiß. Also ja, ich muss einfach die Sachen nochmal von ihm hören, dass er einfach nochmal kurz erzählt, wie er überhaupt zu dieser Protestform gefunden hat. Şimdi şey diyor, ben tabii ki üzerinde onun hakkında çok şey okudum ve duydum. Ama dinleyicilerimizin de anlaması için ilk tabii soracağım soru, bu ilk uyguladığın protest şeysine meşhur olan duruşa nasıl başladı, nasıl oluştu? spontan bir şekilde gelişti ve aslında kendi iç sesimi dinledim ya da bedenimin istediği gibi hareket ettim ve daha sonra düşünce geldi. İşte bunun bir pasif eylem olduğu, işte içinde şiddet içermediği. Seni o duruş hareketini geçiren ne oldu? Yani oradaki ortamı biraz anlat istersen. Tamam. O güne kadar birçok kişi yaralanmıştı. 4 kişi ölmüştü. Şu an ölü sayısı 10. Polis çok büyük bir şiddet uygulamıştı. Sosyal bakımdan birçok baskı vardı. Haklar alınmaya başlamıştı artık. İnsan hakları, işte konuşma, eylem yapma gibi. Ve sonunda ben kendi iç huzursuzluğumu yansıttım. Durarak. Als es angefangen hat, waren die politische Unruhen einen Höhepunkt erreicht. Es war auch sehr viel Gewalt im Spiel seitens der, des Staates und Polizei. In der Zeit waren bereits 4 Personen gestorben. Viele Rechte, die man eigentlich verständlich für eine Demokratie denken sollte, wie freie Meinungsäußerung, Protestfreiheit und so weiter, waren total unterbunden. Und es gab eine Situation, in dem dass er von innen ein Bedürfnis gespürt hat, irgendwas zu tun. Was ich dann halt von den vorherigen Interviews auch weiß, dass auch irgendwie Worte nicht mehr nötig waren. Also das ist aus seiner inneren Haltung ganz spontan entstanden. Und theoretisiert hat er das später, dass es eine friedliche Bewegung war, dass es eine Haltung war. Das könnte er später verstehen, aber in dem Moment hat er einfach agiert. Es hat ja aber sicher auch damit zu tun, dass er als Choreograf arbeitet und dass er einfach die Präsenz eines Körpers natürlich ganz anders einschätzt, als jetzt jemand, der einfach nur sagt, ich bleibe jetzt da stehen. Büyük bir ihtimalle Choreograf olman, Performance yapman zaten senin çok daha farklı bedensel bir duruşa ya da bedensel bilinçliliğe sahip olmanı getirmiş bir şey. Doğru, ben bağımsız koreografım ve dansçıyım ve aslında 2 sene heykel üzerine uğraştım. Son 3 senedir sanat ne ya da sanat eseri ne, pop art ne gibi kavramlar üzerine de çalışıyorum. Tabii ki benim bir performans sanatçısı, yani bir dansçı olmam, bir oyuncu olmam bu eylemi etkiledi. Ama ben bu eylemi bir performans olarak değil, bir
protesto, bireysel bir protesto olarak yaptım. Er geht auch davon aus, dass er eine ganz andere Haltung hat. Er ist ja ein selbstständiger Choreograf und Tänzer. Er hat sich auch in den letzten 3 Jahren sehr viel mit Skulpturen auseinandergesetzt in seiner Arbeit. Also Haltung ist ja sein Thema. Gleichzeitig ersetzt sich auch in den letzten 3 Jahren mit Pop-Art, also in eine Art Form von Pop-Art in Tanz und Popularität, dadurch ist ja wahrscheinlich das Thema. Und er denkt, dass es alles ein Basis gebildet hat, aber trotzdem, er sieht Duranadam, also der stehende Mann, die Aktion, als eine politische Aktion, ist ein Protest und hat weniger mit einem künstlerischen Performance zu tun. Das bündelt sich nur mit seiner Vergangenheit und seinen Inhalten. Viele Menschen haben ja gesehen im Fernsehen auch, wie die Reaktionen darauf waren. Die waren von Anpöbeln, von Beschimpfen bis Zustimmung und Umarmung sozusagen. Ja. Vielleicht kann er noch mal ein bisschen erzählen, was ihm da so entgegengekommen ist von der Bevölkerung. Bizim gördüğümüz kadarıyla buradan senin durduğun ilk anda sana bir çeşit saldırıda bulunmanın, itikleyip kakalamanın yanı sıra sana son derece dayanışma gösteren, yanında duran falan bir sürü insan da oldu. Sen bu tür hangi reaksiyonları nasıl algıladın? Senin algılaman nasıldı bu an? Benim hissiyatım, insanlar gelip arkamda durdukları zaman bu işte bana destek olmak için ya da benim paylaştığım umudu paylaşmış, yani o umudu büyütmek için oraya geldiklerini düşündüm. Aslında polisin davranışı da aslında biraz meraktan ve ne yapacağını bilemediğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Die Menschen, die sich zu ihm quasi solidarisch gestellt haben und, oder hinter ihm auch gestanden sind, für ihn, es erklärt sich diese Hoffnung, die ihn dahin gestellt hat, wirklich teilbar ist. Also er hat es in dem Moment verstanden, dass sie diese Hoffnung vergrößern wollen, einfach durch ihr Dasein. Diese Anpöbeln oder ihm gegenüber sich komisch verhalten, das waren die Zivilpolizisten in der ersten Linie, was sich auch in YouTube verteilt hat, glaube ich. Und er denkt, dass sie sich so verhalten haben, weil sie wirklich mit so einer Aktion nicht gerechnet haben. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie haben versucht, ihn in Bewegung zu zwingen. Ja? Und er denkt das nur ziemlich neutral und bewertet es nicht. Wenn man jetzt 8 Stunden irgendwo steht, reglos, dann muss man da ja eine richtige... Ja, man muss sich eine richtige Konzeption machen, man muss sich richtig überlegen, wie eben ordne ich meine Gedanken, wie stelle ich mich hin, wie geht er das an? Hat er da wirklich einen, ja, ist das wirklich ein Konzept oder hat er wirklich Stand einfach und noch eine Stunde länger und noch eine Stunde länger? Oder überlegt man sich in dem Augenblick wirklich, wie stehe ich? Stehe ich jetzt auf beiden Füßen? Stehe ich jetzt mal mehr links? Stehe ich jetzt mal mehr rechts? Gucke ich jetzt mal eher mehr dahin, mehr dahin? Wie bewusst ist so ein, ja, so eine Protestform? Bu duruşun bilinci nerede? Dururken 8 saat durduğun süre içerisinde şöyle durayım, böyle durayım gibi bir düşüncem oluyor ya da dururken hadi bir saat daha geçti diye, yani bir konsept yapmadan mı durdun? Nasıl, ne kadar konseptli, ne kadar öyle? Aslında daha basit. Bu bir oyun gibi. Eğer kıpırdarsan
ya da konuşursan yanıyorsun. Das ist wie ein Kinderspiel. Wenn du dich bewegst oder wenn du sprichst, dann hast du verloren. Du bist raus. Diğer taraftan da aslında Atatürk Kültür Merkezi'nde de bir küçük bir ışık gördüğümü hayal ettim, bir mum ışığı ve o mum ışığı, o ışığı, o imajinasyonu, çünkü öyle bir ışık yoktu, yakmaya ve orada var etmeye devam ettim. Ve diğer gelenlerin de o ışığı gördüğünü düşündüm. Hat sich auch eine kleine Lichtquelle vorgestellt. Stand ja vor AKME, das ist auch ein Kulturzentrum gewesen, also Kulturzentrum in, am Taksim-Maidan. Und er hat so in den Fenstern von diesem Zentrum ein kleines Licht sich vorgestellt, also richtig fantasiert und sich mit dem Licht beschäftigt. Und er hat sich auch, je mehr Menschen sich um ihn herum gesammelt haben, unterstützend, hat er gedacht, dass sie auch das Licht sehen. Weil jetzt kommen sie hierher und geben einen Workshop und viele fragen sich natürlich, kann man so etwas lernen, kann man so etwas lehren, wie kann man so eine individuelle und ja doch auch spontane Aktionsform, kann man die irgendwie ja, in ein akademisches Lehrprogramm bringen? Şimdi bu hareketten sonra buraya geldiniz ve yarın bir workshop vermek istiyorsunuz. Böyle bir protest biçimi ya da çok bireysel bir eylemin nasıl oluştuğu akademik bir çerçeve içerisinde ya da bir eğitim çerçevesi içerisinde paylaşılabilir mi? Aslında sanat okullarda öğretilebilen bir şey değil bence. Kunst kann man auch nicht in den Schulen lehren, sagt er. Ben sadece nasıl düşündüğümü ve nasıl bir tecrübeye sahip olduğumu ve aslında insanların araçları, yani bu tiyatro olabilir, dans olabilir, sanatın her türlüsü olabilir, nasıl kullanacakları hakkında yol gösterici olacağım. Er denkt, dass er seine Gedanken und seine Erfahrungen teilen kann und mit anderen Menschen austauschen kann. Und gleichzeitig, es existieren auch Werkzeuge seitens der Theater, Performance, alle Sparten der Kunst, insbesondere performende Kunst. Und diese Werkzeuge kann man auf jeden Fall Menschen näher bringen, um ihnen eigene Erfahrungen zu ermöglichen. Und das ist sein Ziel. Çünkü asıl önemli olan şey insan ve bireysel olarak nasıl hissettiği, nasıl yaşadığı ve belki de nasıl gördüğü ve bunu nasıl hayatın içine koyduğuyla ilgili. Das Wichtigste, sagt er, ist der Mensch. Der Mensch steht im Mittelpunkt, in dem er sein Leben sieht, in dem er die Dinge selber individuell für sich ganz alleine versteht und die auch in seinem eigenen Leben und Aktion umsetzen kann oder einsetzen kann. Und das ist der Punkt, wo er eigentlich hinkommen will. Es ist ja auch, hat ja auch sehr viel mit Raum zu tun. Also Sie standen auf dem Taksim-Platz, ein ganz besonderer Platz. Natürlich hat jeder Platz auch seine Aura und seine Geräusche und all so etwas. Wie ist das, wenn man auf einmal woanders steht? Wie war das jetzt, als Sie hier standen? Ich kann mir vorstellen, man muss sich erstmal, ja, es fühlt sich einfach zuerst mal sicher ganz anders an. Bu duruşunuzun alanla çok ilgisi var. Alanla çok ilgisi olduğunu düşünüyor ve
büyük bir ihtimalle Taksim'de durduğun zaman orada çok daha farklı bir alan. Çok daha farklı sesleri, görüntüleri, hissi, ısısı falan olan bir alan. Birdenbire başka bir yerde durmak nasıl oluyor? Burada durduğunuz zaman fark neydi? Nasıl, alanı nasıl hissettiniz farkını? Bir düşünce o üzerinden durmak aslında yeterince ne olduğunu tanımlıyor. Yani dururken yani o düşünceyle ilgili mi senin kafanda gelip giden mi? Aslında bir niyet önemli olan. Hani benim niyetim vardı. Burada duran insanların da bir niyeti var. Bir nedenden dolayı, bir sebepten dolayı duruyorlar. Das eigentlich was ihn beschäftigt ist das Ziel. Er steht immer mit einem Ziel und er geht davon aus, dass die Leute, die hier gestanden sind oder hier stehen seit Monaten, auch ein Ziel haben. Und er verbindet sich, er knüpft sich an dieses Ziel. O yüzden bütün dünyada insanların nedenleri olduğu için onlar da bu eylemi yaparak kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Er geht davon aus, dass die Menschen, wenn sie diese Protestform aussuchen, es nicht um den Raum drumherum geht, sondern um dieses Ziel. Immer, also nicht der äußere Raum, sondern er redet immer von inneren Raum. Also ist es nicht wichtig, an dem Ort zu stehen, wo diese Ungerechtigkeit passiert, also auf dem Taxi zu stehen, wo die Leute mit Wasserwerfern vertrieben worden sind und zusammengeknüppelt, um irgendwie hier so dieses aufzusaugen und hier zu stehen, sondern ist es eher so, man kann das auch nach innen verlegen. Also vielleicht, dass er das nochmal ausdrücklich sagt, dass also dieses Hierstehen, ja, was ja eigentlich ein sehr starkes Verorten ist, ich stehe hier und ich bewege mich hier nicht weg und dann auf einmal steht man hier, ja, wo eigentlich nichts drumherum ist, außer wenn man das jetzt als Anklage betrachtet, was irgendwie, wogegen man protestieren müsste. Also ist ja das eben, ist dieser Protest, den man, muss man den spüren, muss man diese Energie oder irgendwie muss man das haben oder kann das alles von innen kommen? Ben senin bu duruşunun hedefle bağlantılı olduğu için daha çok bir içsel bir alanla bağlantılı olduğunu söyledim. Dışsal bir alanın yanında. O da şey diye soruyor. Bunu biraz daha detaylı senden duymak istiyor. Taksim'de dururken etrafınızda işte şiddet vardı. Yani protesto gösterdiğin her şey direkt o alandaydı. Yani burada durduğun zaman öyle bir çevrende sana düşman olan bir alan yok. Hiç değilse şey olarak yok. Yani reel olarak yok. O yüzden şey diyor, yani durduğun alan değil de içsel durum mu daha önemli? Yani belki bir şekilde Taksim'deki duruşla buradaki duruşun karşılaştırmaları ya da ne bileyim değer, hani orada durmak daha mı önemli yoksa buradaki durmakla? İşte orada yapmakla ya da Çin'de yapmakla ya da İtalya'da yapmakla aslında arasında bir fark yok. Önemli olan yapmak ya da yapmamak. Er denkt, es ist für ihn gar kein Unterschied, ob du es in China machst, in Italien oder wo auch immer. Ist wichtig, ob du es tust oder nicht. Das heißt, man kann es auch importieren. Also dieses Standing Man Protestform lässt sich an den auf der Welt bringen. Ja, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Genau. Okay, ja, prima. Dann sei denn, er möchte noch, es ist ihm jetzt irgendein Gedanke oder so, was er noch sagen möchte. Sie soll ihm extrem müssen kennen. Güzel bir şehir burası. Ve
ZKM'ye teşekkür ederim beni buraya davet ettikleri için. Yoksa buradaki etkinliğe, buradaki insanların düşüncesini destekleyemeyecektim. Er möchte erstmal sagen, Karlsruhe ist eine wunderschöne Stadt. Gleichzeitig möchte er sich an ZKM bedanken, weil durch die Einladung des ZKM hat er die Möglichkeit gehabt, eine Bürgerbewegung, die hier vor dem ZKM stattfindet, zu unterstützen. Mesela buradaki şehircilik ya da şehircilik anlayışını eğer İstanbul'da görselerdi ve burada yaşasalardı, belki İstanbul'u bir beton yığınına çevirmezlerdi. Er sagt, wenn die Menschen in der Türkei die Möglichkeit hätten oder diejenigen, die Entscheidungen treffen, die Möglichkeit gehabt hätten zu sehen, wie man hier in so einer Stadt leben kann und wie schön es, wie grün, wie respektvoll für die Menschen das Leben sein kann. Vielleicht hätten sie es nicht so gemacht in der Türkei oder in Istanbul oder auf dem Taksim-Platz, dass sie alles betonieren wollen. Ist denn die Frage noch, wie es jetzt weitergeht? Man hat ja dann leider nicht mehr viel gehört irgendwie. Macht ihr diese Protestform in Istanbul auch weiterhin? Also gibt, oder wie ist so sein jetziger Stand? Sucht er nach neuen Formen oder wie geht's weiter? Peki senin, sen durduktan sonra bu durmaya işine devam ettin mi, etmedin mi? Ya da başka bir, yeni bir protest formu aradın mı? Arıyor musun, buldun mu? Ben bir kere durdum. Ve sadece 8 saat. Daha fazla da işin açıkçası zorlamadım. Ya da bunun için, ya ben o zaman yapmam gereken ve kendi hissettiğim şey ve enerjisini hissettiğim şey o gün orada durmak olmuş. Bir daha uğraşmadım onun için. Çünkü o artık geçmişte kaldı. Erdem Gündüz sadece bir kere durdu. Erdem Gündüz ist nur einmal gestanden und das ist diese 8 Stunden. Er ist nie nochmal gestanden. Okay. Und sucht er nach neuen Protestformen oder sucht er jetzt nur einfach nach neuen künstlerischen? Also arbeitet er weiterhin einfach als Künstler oder? Şimdi şey, yeni protesto biçimleri arıyor musun yoksa sadece yani şey özel olarak protesto biçimi aramanın dışında sanatçı olarak mı çalışıyor musun? Nedir? Yani politikaya mı devam, sanata mı devam? Ben bir politikacı değilim. Zaten eğer iyi bir konuşmacı olsaydım tiyatroyu bırakıp dansa geçmezdim. Okay. Benim işim dansla. Hani aç kalmayı göze alsam da dansı seçmiş biriyim. Okay. Çünkü Türkiye'deki şartlar bu şekilde. Ich muss mich dann nochmal sammeln. Er hat gesagt, das war eine einmalige Aktion. Er ist kein Politiker. Er hat sich Tanz als Kunstform ausgesucht und nicht Theater zum Beispiel, obwohl er Theater auch angefangen hatte, weil er lieber tanzt, performt als reden. Und er macht seine Arbeit weiter und versucht halt mit seiner Kunst, auch wenn er eventuell die Gefahr läuft, zu verhungern mit Tanzen. In der Türkei wird ja Kunst weniger, als zur Zeit auch von der Regierungszeit her sehr blockiert wird. Ja, er macht seine Kunst weiter. Okay. Und dieser Workshop hier, ist das der erste in dieser Form? Nein. Oder ist das hat er schon öfter gemacht. Ja, das ist das in Turin, hat er, glaube ich, Torino in Italien. Also das heißt, es gibt auch Einladungen, doch auch aus aller Welt zu berichten und zu... Bu şey, bu workshop'u daha ilk defa mı yapıyor? Ben dedim bunu böyle bir workshop'u İtalya'da yapmış. Turin'de yaptım, doğru. Çok bu tür şeyler var mı? Hani davetler var mı? Davetler var tabii. Mümkün olduğunca gitmeye çalışıyorum. İşte kimi yerde gösteri, kimi yerde workshop, kimi yerde konuşma yapıyorum. Ve niyetim
düşünceleri paylaşmak, umudu paylaşmak, işte özgür düşünce, insan hakları, bunlar üzerine konuşmak, eşitlik hakkında konuşmak, bilmiyorum yani bu sıralanıp gidiyor. Ja, er kriegt viele Einladungen, die sind aber sehr unterschiedlicher Natur. Also es gibt selbstverständlich als Künstler, Tänzer kriegt er Einladungen, wo er performt. Es gibt Einladungen, wo er in diese Richtung Workshops macht, aber auch in Richtung Tanz. Es gibt aber auch die akademische, selbstverständlich Inhalt dessen, was er macht. Dafür gibt er Vorträge. Also es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, warum er eingeladen wird. Aber es hat schon so eine Folge gehabt sozusagen. Ja, genau. Das ist selbstverständlich ist eine große Bewegung. Aufmerksamkeit. Man darf echt nicht vergessen, das rede ich jetzt frei von mir, man darf nicht vergessen, dass er vorher auch sehr wichtige politische Aktionen gemacht hatte. Auch im Rahmen seiner Performances. Und die werden dann, wurden nach dieser eine Aktion auch entdeckt. Ich glaube, dass man darf jetzt nicht denken, dass er jetzt was gemacht hat und dann plötzlich berühmt geworden ist, sondern er hat eine sehr starke Basis und Erfahrung. Das wissen wir in Deutschland natürlich nicht so. Ja, das kann man aber erfahren, also wenn man wollte, ist mittlerweile. Genau, was aber für ihn ganz wichtig ist, in alle Arten von Vermittlung von seiner Kunst, ist es auch die Vermittlung dessen, dass die freie freies Denken ist es für ihn das Wichtigste. Ja. Gut, dann machen wir hier einen Stopp. Ganz herzlichen Dank. Danke.